Holz, ich komme. Okay, so. Das sind nochmal 5. Das heißt, Change, wir knallen direkt wieder Holz rein. Und machen direkt wieder 5. So, dann sind wir schon mal bei 15. Den Waterbidon nehme ich mit. So. Das use ich mal. Essen use ich auch mal. Der Waterbidon, ne? Ich pack den mal woanders rein. Hier. Und packen den mal da rein. Achso, trinken. Wir können uns mal was zu trinken herstellen, was ein bisschen mehr Trinken bringt, ne? Lass mal eben gucken. Ich glaube, das bringt mehr Trinken. Ich bin mir nicht sicher. Pew Filled Water. Water Flask. Mal 2 Stück von her. Mal gucken. So, sehr schön. 15 Barren haben wir. Jetzt brauchen wir nochmal 5. Also, Holz packen wir wieder rein. Und wir hätten gerne 5 Stück hiervon. 3. Okay, ich brauche nochmal Scrap Metal. Moment, haben wir. Haben wir. Das ist gar kein Problem. So, 5 stelle ich nochmal her. Und dann brauchen wir gleich noch, die 4 Kupferbarren, ne? Die müssen wir auch gleich neu erstellen. Das Holz wird nicht reichen. So. Okay, das heißt, ich brauche ja das Scrap Metal brauche ich aktuell nicht mehr, das kann ich ja wieder wegpacken. Das Holz brauche ich auch aktuell nicht mehr. Waterbidon würde ich mal trinken. 2-mal, dann sind wir gut gesättigt. Und dann packe ich das wieder da rein. So, das heißt, wir haben jetzt aktuell 10, 20. Ja, und den einen, den ich wieder zurückpacke. So. Und jetzt brauchen wir... Ah, nee, wir müssen ja... Ach, Quatsch, was erzähle ich denn da? Ich muss ja den... Ich muss ja Scrap Metal noch haben und nochmal Holz. Wir müssen ja die 4 Kupferbarren herstellen, ne? Stimmt ja. Da war ja was. So, 4 Stück, ne, brauchen wir. Ach, dafür brauchen wir ja die Chemikalie. Stimmt ja. Gut, dass wir noch welches haben. So. 5 Chemikalien ergibt 5 Kupferbarren, ne? Ja. Ob das Feuer reicht, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Er hat auf jeden Fall nochmal Scrap Metal gesammelt. Das ist sehr schön. Was ich direkt einsortieren kann. So, Holz müssen wir mal gucken, ob es reicht. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Holz wird aber ganz schön hier verblasen, ne? Muss man einfach sagen. Das ist ganz schön heftig. So, let's go. Ja, ich düse mal weiter ein bisschen. Das gerade noch so ein bisschen da am Brutzeln ist in unserem Öfchen. Öfchen-Popöchen. So, da ist doch schon wieder Holz. Und den Greifer will ich auch unbedingt bauen, den Greifhaken. Weil, macht das mehr Sinn, jetzt den Greifhaken zu bauen? Weil dann können wir die Sachen ja vom Zug eigentlich upgraben, oder? Also ich weiß nicht, wie der funktioniert. Vielleicht sollten wir den erstmal bauen. Macht ja mehr Sinn, oder? Als wir jetzt researchen, oder? Macht das jetzt mehr Sinn, den Greifer? Was brauchen wir denn für den Greifer? Lass mal gucken. Hier, Workbench. Grappling Hook. 2 Barren hätten wir. 2 Federn, 2 Schrauben und einmal Kupferdraht. 2 Federn, 2 Schrauben. 2 Schrauben. Machen wir mal eben. So, dann die 2 Federn. Bett. Achso, muss ich das wegnehmen. 2 Federn.
Ah, wir müssen die Dings ja auch noch herstellen, ne? Die Grease brauchen wir ja noch. Die zwei. So, war das jetzt einmal Kupferdraht oder? Einmal Kupferdraht, okay. So, dann stellen wir den Grapple Hook mal her. Dann bin ich mal gespannt. Können wir das direkt da an dem Teil mal ausprobieren? Ob das sowas ist, was ich mir vorstelle gerade. Oder ob das was anderes ist. So, es dauert ein bisschen länger. Was haben wir denn noch? Okay, sechs. Warte mal. Ja, doch, sechs Barren fehlen uns quasi. Können wir sechs Barren nochmal herstellen? Stimmt, ne? Oder? Ja, ich denke. Ich denke, das werden wir hinkriegen, sechs Barren. Eigentlich wollte ich fünf herstellen. Warte mal. So. So, fünf. Dann fehlt uns noch einer. So, Grappling Hook. Nice, Alter. Irenen S, Slot 1. Wollen wir den jetzt? Geil. Wie funktioniert denn das? Ja, das ist ja mega. Das ist ja richtig gut. Wenn man richtig zielt. Okay, es ist aber nicht lang genug. Okay, man kann aber nur nahe Objekte irgendwie fangen. Also die... Okay, wenn der blaue Kreis kommt, dann... Okay. Kann ich die auch einsammeln? Frag für einen Freund. Ah! Ja, das geht. Ehre in den Ass. Hä, das ist ja viel einfacher damit. Da braucht man ja nicht immer dahin hindüsen. Ja, sehr schön. Ich und meinen Grappling-Hook. Huck-Huck. Hucki-Huck-Huck. So. Gib mir den Grappling-Hook, Alter. So. Achso, ein Barren fehlt noch. Ich war jetzt gar nicht im Thema, was wir noch machen wollten. So, ein Barren brauchen wir noch. Wo ist denn jetzt die Waffe? Ah, okay. Okay, alles klar. Gut. Damit ich da mal im Thema drin bin. Warte mal. Ich sortiere mal wieder ein bisschen ein. Essen können wir auch wieder hier reinpacken. Wenn es geht. Nee, geht nicht. Dann esse ich das. Das Fett packe ich hinten rein. Das war hier, ne? Ja, genau. So, fünfmal Fett haben wir. Das ist ja mega mit dem Grappling Hook. So. Also, jetzt müssen wir noch herstellen... viermal Grease, ne? Dazu brauchen wir, okay, viermal Fett und viermal Chemical. Chemical, Chemical Brothers. Ist das Chemical? Nein, das ist Essen. Viermal Fett. So. Und dann brauchen wir viermal Chemical Brothers. Gut. Dann stellen wir das mal her. Am Lab. Also, da soll ich erstmal wieder Holz reinlegen. Was wir natürlich nicht haben, wo ich erst wieder zur Kiste muss. Alter, Holz ist aber auch so eine Sache, ne? Schauen wir mal, ob das fünf reichen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das Lab braucht. Viermal war das, ne? Ja, viermal. So, und dann können wir das eigentlich researchen und dann bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. So, ich düse mal. Hui. Wie gut, dass es automatisch direkt aufnimmt. Das ist mega praktisch. Das ist richtig gut. Ohne Scheiß. Das ist richtig gut, das Ding. Das hat sich mega gelohnt, ohne Scheiß. Das ist ja das Nonplusultra, muss man ja sagen. Und ich kann sich direkt wegdrehen und sofort direkt weiter im Text. War eigentlich noch mehr? Ich hatte doch noch mehr gesehen gehabt, ne? Ach, da. Piu. So, warte. Vielleicht nicht im Nebel stehen bleiben. Bleiben wir mal hier stehen.
Das ist richtig gut, das Teil. Das feiere ich jetzt schon. Ich glaube, wir kommen dem Tor immer näher. Die Musik wird schon wieder so komisch. Lass mal eben einsortieren. So, hier können wir wieder grün hinzufügen. Ja. Scrap Metal packen wir direkt wieder hier rein. Holz packen wir auch wieder hier rein. Essen. Ja, komm. Wir schnabulieren das mal eben. Dann haben wir das. Wo war denn Stinkolib? Ah, hier. Viermal Dings. So, das heißt, wir haben ja eigentlich alles, oder? Ach nee, wir müssen ja also Sachen bauen. Stimmt ja, da war ja was. Stimmt, das geht ja gar nicht so einfach. Also, wir brauchen viermal das Zahnrad. Nicht, dass ich mich jetzt verbaue. Viermal Zahnrad, viermal Kolben und viermal Kupferdraht. So, düsen wir mal ein bisschen weiter. Habe ich hier irgendwas vergessen? Oh, nehmen wir mit. Jetzt machen wir ja wieder ein bisschen was verbraucht, ne? So. Warte mal, erstmal den hier. Dann nehmen wir den mit. Oh, halt, stopp. Ich weiß noch nicht, warum man hier Gas geben sollte, weil man hat ja hier einiges zu tun mit dem, gut, vielleicht später. Wenn man vielleicht, ich weiß nicht, ob man verfolgt wird irgendwann später. Vielleicht hier nebenan so eine Schiene oder so, wo man dann schneller fahren muss. Aber mir erschließt sich der Sinn noch nicht, warum man schneller fahren sollte, weil man hat ja einiges hier zu tun mit Ressourcen sammeln. Deswegen. So, viermal Zahnrad abgeschlossen. Viermal, war das viermal Kolben? Ja, viermal Kolben. So. Weiter geht's im Text. Vielleicht finden wir ja sogar Thors Hammer hier. Ich weiß es ja nicht. Mal gucken. So, da ist Scrap Metal. Ich könnte mir echt vorstellen, dass wir nicht mehr allzu weit bis zum nächsten Tor haben. Oh, ich höre. Oh, warte mal. War er das oder war das? Na, ich wusste es doch. Ich hab's gewusst. Hab ich doch richtig gehört. Oh, wie geil, ein Riesensegel. Das ist ja cool. So, zack. Also der Grappling Hook hat sich mega gelohnt. Definitiv. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann man eigentlich von dem noch mehr haben? Achso, übrigens. Weil mir es gerade jetzt einfällt. Vielen Dank an die Kommentare-Schreiber. Ja, ich habe leider tatsächlich seinen kleinen Bruder wohl am Bahnhof vergessen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal die Möglichkeit habe dazu, den zu finden oder zu kriegen. Das tut mir leid, Fridolin, aber ich habe... Es tut mir so leid, wirklich. Also jemand hat in den Kommentaren geschrieben, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber vielen Dank. Tatsächlich soll es wohl noch an dem Bahnhof, wo wir ihn gefunden haben, jemand gewesen sein, den man auch hätte mitnehmen können. Das tut mir so leid. So, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Und vielen, vielen Dank an die fröhlichen Kommentare. Dankeschön. So, viermal Kupferbarren haben wir. Zahnrad haben wir, Kolben haben wir. Kupferdraht viermal. So, dann dürfen wir eigentlich alles haben. Ah, die Schrauben noch, ne? Viermal Schrauben brauchen wir noch. Und dann haben wir eigentlich alles. Wir haben viermal Trinken. Also wir haben viermal Zahnrad, wir haben viermal Kolben. Ja, die Schrauben fehlen noch. Tatsächlich. So, warte. Packen wir das mal hier rein. Ja, komm, das essen wir mal eben weg. Das Holz packe ich wieder hier rein. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal viermal die Schrauben. Da sind sie. Und dann geht's auch schon los. Okay, naja, hier steht da noch Trinken am Tisch. Stimmt ja, wir hatten ja noch Trinken hergestellt. Ich hoffe, dass wir irgendwann Samen finden hier für unseren Garten. Ich würde so gerne was einpflanzen, dass wir die Seeds kriegen. Weil dann ist ja unser Essen eigentlich auch, Essensvorrat eigentlich auch gestillt. Oh, da ist Holz. Warte mal. Hallo.
Fridolin ist, glaube ich, mega fröhlich mit uns hier. Gut, dann researchen wir mal. Wir haben alles, ne? Ja. Bing. Was kommt denn als nächstes? Oh, die Schmelze 2. Schmelze Level 2. Stahlbarren kriegen wir dann. Unlock Blueprint Stahlbarren. Zink-Extraktion. Also wir können Zink dann abbauen. Basic Chasing oder Kate? Nee. Casting. Gießerei müsste das sein, ne? Ah, hier, okay. Economy-Schmelze, okay. Reduziert Fuelkosten für Iron and Copper. Oh, das ist geil. Oh, das ist ja super. Also die Fuelkosten, also die Verbrennungskosten zum Beispiel vom Holz werden 25% gesenkt. Das ist ja super. Fünf Barren und 5 Kupferbarren. Wie bauen wir eigentlich die Dings? Ah, das wird wahrscheinlich nur... Ja, ich glaube, ich weiß. Okay, also den Antrieb, den können wir wahrscheinlich nur am Bahnhof bauen. Ha, hab dich! So. Zack. Gut, aber nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich diese 5-5 bauen. Weil die Fuelkosten, die bringen uns um. Ist einfach so. 5 Stück brauchen wir hiervon. Kriegen wir die 5 noch hin? Also einen haben wir ja. Boah, die sind alle leer, ne? Puh, 5-5 wird schwierig, glaube ich. Müssen wir aber gucken. Weil die würde ich schon senken wollen, die Kosten. So, ich change nochmal. Weil wenn das weniger verbraucht... Das wäre so großartig. Oh, weniger Holz verbrauchen. Das können wir echt gut gebrauchen, aktuell. Tschu-tschu! So, schön ist es hier, ne? Da hinten sehe ich schon wieder Holz. Dreh mich nochmal um, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Zu weit weg. Ich und mein Holz. So, warte. Nehme ich auch mit. Weil das Holz ist echt... Ah, siehst du, hier geht's schon nicht weiter, weil wir schon wieder Holz schon wieder fehlt. So, haben wir ja, ne? So, 5 Baggen. Jetzt brauchen wir nochmal... Oh, haben wir noch... Haben wir noch? Da ist ein Barren drin. Wir haben keinen... Doch. So, dann würde ich die 5 Barren herstellen. Wir müssen das ja... Ach, wir müssen ja auch noch Dings haben, ne? Wir müssen ja auch noch das Ganze nochmal haben, weil wir das jetzt erstmal researchen. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Das heißt, wir müssen noch ein paar Ressourcen sammeln. Changen wir mal. Also, und hier wären mal 3. Wird eh nicht reichen, weiß ich jetzt schon. Aber wir haben noch mal Scrap Metal von ihm gekriegt. Danke, Fridolin! So, währenddessen fahren wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch mal ein bisschen Holz und so. Und ein bisschen Scrap Metal. Voll geil mit dem Segel. Feier ich ein bisschen. Hä, ja, wieso sammle ich das denn ein? Ich hab doch... So doof. Ich hab doch den Grappling Hook. Da! Da ist es mega praktisch. Was ist das denn? Oh, Lump auf Kohle. Oh, hier im Backpack ist der Lumpen auf Kohle drin. Oh, warte mal. Wo packen wir den rein? Kommt der hier rein? X-Hold? Lumpen auf Kohle. A large heavy chunk of top-notch coal. Create. Kohle. Ja, geil. Juhu. Und Coal Chunk. Okay. Was können wir mit Coal Chunk machen? Coal Briquette können wir herstellen, wenn wir noch 2 von den grünen... Kann
Kann ich das jetzt im Ofen schmeißen? Als Zunder? Oder muss ich die Kohlebriketts herstellen? Ah, okay. Ist aber beides das gleiche von der Flamme her. Ich würde es einfach mal testen. Ein. Oh ja, das... Oh ja. Das verbraucht... Das dauert viel länger. Oh, das ist super. Das ist richtig gut. Geil. Unser erste Kohle. So, dann würde ich das mal machen. Aber ich frage mich, wann die Wände vom Zug kommen. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen weiterfahren dafür. Gut. Wo stellen wir denn jetzt... Warte. Nein, komm mal nicht dran. Achso, das ist ja jetzt schon 25% gesenkt. Das müssen wir ja jetzt nicht herstellen, ne? Das müsste ja eigentlich schon funktionieren. Hey, das ist so super. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich auf, ja, Ressourcentour gehen. Die Kohle würde ich, glaube ich, hier... Packe ich die hier rein? Leder... Ja, komm, ich packe die Kohlebrocken mal hier rein. Scrap Metal und so, das würde ich jetzt hier wieder reinsortieren. Und... Ja, er pennt schon wieder. Trinken. Ist eine gute Idee. Und essen können wir auch mal ein Schnitzelchen. So. Und dann würde ich sagen, let's go. Ressourcenfarming. Weil bevor wir jetzt die nächste Stufe researchen, sammeln wir jetzt erstmal wieder. Und würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir vorankommen. Dass wir jetzt ein paar Sachen wieder auf Vorrat kriegen. Oh, halt, stopp. Nein, da ist die Bremse. Habe ich gerade noch eben gesehen. Geil. Ja, man achtet da nicht so drauf, ne? Was auf den Schienen los ist. Das habe ich ja, glaube ich, in den letzten Folgen irgendwann schon gesagt. Was ist das denn? Das ist ein Pilz? Kann ich den abbauen? Das fällt unheimlich auf. Man hat so viel zu tun hier nebenan, dass man zwischendurch gar nicht so auf die Schienen achtet, was da Phase ist. Aber krass, dass wir die auch mit dem Grappling-Hut sammeln können, die Kohle und so. Also die großen Brocken. Und die waren auch speziell beleuchtet. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall ein Auge aufhalten. Okay, das gab nichts. Halt, stopp! Jetzt komme ich und schieße ich! Habe ich gesammelt, ne? Okay. Oh, das ist mir zu weit vorne. Da stoppen wir mal eben. Hier sind noch so viele Sachen. Ich will das alles mitnehmen. Oh, da unten ist... Oh, da unten ist Kohle. Da müssen wir unbedingt zurück. Oh, wir müssen unbedingt zurück, bevor jetzt die Sperre kommt. Schnell wieder umkehren. Oh, ich hoffe, wir schaffen das. Da sehe ich, glaube ich, Kohle leuchten da unten. Da, das müsste, oder? Ist das Kohle? Nein, das ist Chemikalie. Oh, schade. Naja. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Also, andere Richtung bitte. So. Holst du mal mit? Echt mal gucken wegen Waffen und so, dass wir demnächst irgendwann mal irgendwie bessere Waffen kriegen, ne? Weil die, also die Soldaten da in den Bahnhöfen, die sind ganz schön zäh. Also die halten erstens einiges aus und die verteilen auch gut. Dass wir da mal irgendwie was eine Verbesserung bekommen. Ich meine, wir haben ja die Waffenwerkbank, aber ich weiß noch nicht genau, wie wir Waffen herstellen. Da müssen wir mal gucken. Das habe ich mir gedacht.
Das ist mega praktisch. Also, ganz ehrlich, dieser Grappling-Hut, der lohnt sich ja jetzt schon völlig. Der hat sich ja jetzt schon bewährt gemacht. Weil du halt nicht mal dahin düsen musst, den ganzen Kram. Sondern du guckst dich quasi nur noch um und musst ziemlich in der Nähe sein und das war's dann schon. Sobald dieser blaue Kreis auftaucht, schießt du da dran und dann war's das. Das ist so super. Ich sehe bisher auch noch kein Tor oder so, ne? Irgendwo ist doch hier noch was. Ich rieche doch schon förmlich da. Ich wusste es doch. So, hier eignet sich das doch auch schon wieder an, irgendwas zu verstecken. Na, wo ist denn hier was? Chemikalien, nehmen wir mit. So ein Aufpasser, dass unser Inventar gleich nicht voll ist, ne? Weil dann sammelt der, glaube ich, nichts ein oder so. Würde ich jetzt behaupten. Da ist noch Scrap Metal. Da ist noch Scrap Metal. Ja, Wasser. Dry Water. Dry oder Pure Ice. Wähle Dry 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 auf dem Telefon. Was ist das für ein Schatten gewesen? Oh, ich zittere. Wähle Dry 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 und du hast mich schon. Aua. Einmal anhalten, bitte. Ich würde nämlich gerne einmal ein bisschen einsortieren. Da ist noch ein bisschen Holz. Vielleicht kommen wir da schon dran. Ziemlich weit vorne. Ja, kommen wir schon dran. Sehr nice. Hier ist auch so viele Ecken. Könnte echt überall noch was sein.